So, wir kommen jetzt zur Kniebeuge, beidbeinig. Bei Kniebeuge ist wichtig für Oberschenkel und Gesäßpartie, ist eine Komplexübung. Ja, wichtig ist, da mal bitte nicht, da kann man die Kniebeuge runter. Wichtig ist, mit den Knie hinter der Zehenspitze zu bleiben. Hier wieder hoch, Fußatmen. Wir langsam runter, immer runter langsamer wie hoch. Ja, wieder hoch, ausatmen. Wir langsam runter, einatmen und hoch und ausatmen. Die ganze Geschichte kann man ja ein bisschen strenger machen, wenn wir runtergehen und da auf Spannung bleiben. Da kann man bis auf 10 zählen. Ja, dann sagt okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und wieder hoch. So, zusätzlich ist bei Kniebeuge die Möglichkeit des Knie- und Ausfallschritt. Hast du was? Wir nehmen einen Fuß nach vorne. Auch hier ist es wichtig, mit den Knien in der Zehenspitze zu bleiben. Gehen wir langsam runter, Arme immer hier rein in die Hüfte. Genau. Und wieder hoch. Langsam runter, einatmen. Und wieder hoch und ausatmen. So, da haben wir etwas für den gesamten Oberschenkel, das heißt Oberschenkel, Gesäßpartie und der Rücken. Bei den Ausfallschritten ist nochmal so, dass das Gleichgewichtsgefühl ein bisschen mehr gefordert ist. Ich verlange nochmal ein bisschen strenger. Wichtig ist auch hier, eine Seite zu machen, ja, den Stopp, Wechsel machen, andere Seite, auch hier wieder zu beachten, dass man mit den Knien hinter den Zehenspitzen bleibt. Genau, super, machst du das. Einatmen und hoch und ausatmen. Und auch wieder wichtig, hier langsam runter, hoch kann es immer ein bisschen schneller sein, aber wichtig, runter immer schön langsam. Gut, passt dann jetzt. Danke.